Willkommen zurück zu unserem kleinen Let's Plays. Ich bin ausgeschlafen. Ist mittlerweile ein Tag vergangen bei mir. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange ich diese Folge machen kann. Meine kleine Tochter, die wird auch gleich aufstehen. Aus dem Mittagsschlaf. Es ist nämlich Mittagspause. Ich habe etwas getrödelt beim Starten des Let's Plays. Ich werde mal schauen, wie lange das hier geht. Ja, wir waren gestern ja im Windhelm. Und haben versucht, dort noch ein bisschen Geld zu machen für unser kleines verrücktes Projekt. Jedes Level auch mit den entsprechenden 5 Trainerpunkten zu versehen. Waren hier schon ein bisschen erfolgreich. In Windhelm war es nicht so toll, deswegen sind wir jetzt hier nach Einsamkeit gefahren. Und haben hier draußen schon ein bisschen geschaut, ob wir hier was abgreifen können. Waren auch schon ein wenig erfolgreich, haben 100 Gold auf einmal gefunden. Und jetzt werden wir in die Stadt gehen. Und mal gucken, was wir da alles so bekommen können, ohne dass es stehlen ist. Ich weiß gar nicht, ich müsste eventuell mal wirklich nachschlagen, ob es eine Möglichkeit gibt. Ui, wir sind kein Cheat. Ob es eine Möglichkeit gibt. Wenn ihr Hehler Bahre Heldenkraft jetzt schon bekommen zu seid, wird euch verkaufen. der Armee Müsste ich einfach mal natürlich googeln. bestens Das werde ich bekannt sicherlich sein. auch im Anschluss dieses Wenn Videos nicht, mal tun. dann haltet eure Nasen aus anderer Leute Angelegenheiten Das wäre aus. jetzt natürlich Oder ungünstig, findet euren weil Weg dann her. würde ich mir einen Haufen Arbeit jetzt hier die ganze Zeit machen. Aber ja, es macht trotzdem Spaß. Es macht einfach Spaß, Dinge herauszufinden. Mal gleich mal reinschauen in Einsamkeit. Häuser gibt es dort hier noch? Dürfen Onkel Rock mir nichts antun. Sagt ihm, dass er es nicht war. Alle auf Position. Swari, ihr müsst nach Hause. Geht Macht und schon wartet dort, bis weiter. eure Mutter kommt. Pare, ihr habt uns verraten. Ihr solltet ihr sagen, dass ihr Onkel ein Dreckskerl ist, der seinen Großkönig verraten hat. Besser, sie erfährt es gleich, Advar. Macht schon Pare, weiter. Ihr seid zu gütig, Vivien. Rockwir. Ihr habt Ulfric Sturmmantel geholfen, aus dieser Stadt zu fliehen, nachdem er Großkönig Torrik ermordet hatte. Indem ihr das Tor für Ulfric geöffnet habt, habt ihr die Bewohner von Einsamkeit verraten. Verräter! Es ist überhaupt... Ihr hättet nie herkommen... Was ist denn hier jetzt los? Ich wollte doch nur mal gucken gehen. Ich glaube, der Tod... Todesgrund Nummer 1 in Spielen ist, ich wollte nur mal eben gucken gehen. So, da geht's schon los. Gleich noch unser kleines Konzept über den Haufen geworfen. Nischt es hier. Autolot in Einsamkeit. Die dürfen Onkel Rock mir nichts antun. Sagt ihm, dass er es nicht war. Ja. Alle auf Position. Lernt bitte aus meinen Fehlern. Ihr müsst nach Hause. Geht Macht und schon wartet weiter. Dort, bis eure Mutter kommt. Pare, ihr habt uns verraten. Ihr solltet ihr sagen, dass ihr Onkel ein Dreckskerl ist, der seinen Großkönig verraten hat. Besser, sie erfährt es gleich, Advar. Ihr seid zu Macht gütig, schon weiter. Rockwir, ihr habt Ulfric Sturmmantel geholfen, aus dieser Stadt zu fliehen, nachdem er Großkönig Torrik ermordet hatte. Indem ihr das Tor für Ulfric geöffnet habt, habt ihr die Bewohner von Einsamkeit verraten. Verräter! Es ist überhaupt kein Mord geschehen. Lügner! Ulfric hat Torrik herausgefordert. Er hat den Großkönig in einem fairen Kampf besiegt. So ist es bei uns Brauch. Dies ist die uralte Tradition von Himmelsrand und aller Nord. Am heutigen Tage breche ich auf nach Sovngarde. Junge, 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 ich glaube, da muss ich wieder eine FSK fürs YouTube-Video einsetzen. Ja, gibt's ja nicht mehr viel zu sagen, ne? Eine schöne Torwache wart ihr. Thema ist durch.
Nur weg mit dem alten Schrott, sage ich. So. Na dann schauen wir mal. Gehen wir gleich mal hier rein. Zum zwinkernden Skewer. Jetzt bin ich schon mal ein zwinkernder Skewer über den Weg gelaufen. Mir noch nicht. So. Ich habe mit euch nichts zu schaffen. Lasst mich in Ruhe. Alles klar. Mir war so, als ob das auch ein Hehler war. Weil wir gerade das Thema hatten. Das ist eine Axt. Schauen wir uns mal sein Inventar hier mal ein bisschen an. Ob hier irgendwelche Säckelchen rumstehen. Ah, hier kann man ja nachher richtig schön klauen gehen. Ich glaube, ich hatte mehr erwartet. Ja. Kann man nicht in Deckung gehen. Was ist mit dieser Truhe hier? Von hier? Oh, doch mal. Geh doch. So. Ist ja die Tür zu. Wobei wir ja schon gemerkt haben, dass das gar nichts bringt. Das hat sich gelohnt. Da ist nichts drin. Okay, das ist eh. Meistens versteckt sich Gold ja in Schränken. Okay, wir erstmal nach oben. Da oben wären wir wohl durch. Hui! Wie gesagt, wir müssen auch mal immer schön hinter den oder neben den Schränken hin und wieder mal schauen. Da haben wir ja doch schon einiges gefunden, ne? An Goldsäckchen, die dann irgendwie dort positioniert wurden. In der Hoffnung, dass da keiner suchen wird. So, hier ist nichts. Das Befiedern gefällt mir. Wir könnten sicherlich auch einige Quests machen, die eventuell den einen oder anderen Groschen bringen. Allerdings müsste es ja dann eine Quest sein. Hier liegt ein Heiltrank an der Erde. Das ist meiner jetzt. Macht sich nur, wieso hier an der Erde ein Heiltrank liegt, aber okay. So, was haben wir hier? Guten Tag. Hier findet eigentlich jeder etwas. Hier stinkt's doch nach Geld. 100 pro stinkt's hier nach Geld. Ah, willkommen in Angelas Aromalädchen. Welche Kräuter dürfen es denn sein? War ja klar, dass die Alte mir hinterherkommt. Denkst, checken wir hier jetzt erstmal die Lage. Hammer. Sie sieht mich schon. Da habe ich sie noch gesehen, wie sie mich sieht. Meine Fresse jetzt. Sag doch, hol doch mal ab hier, Mädel.
ist. Rein, gar nichts. Ja, danke, dass du mir die Tür aufmachst. Ich gehe da mal hier rein. Ja. Warte mal. Das ist ganz schön knifflig hier, der die Tür vor die Nase zuzuschlagen. Ja, geh weg hier. Jetzt lässt die uns hier nicht raus. Ich brauche einfach mal Platz. Ich möchte hier rausgehen. Genau. Okay. Offensichtlich hat sie verstanden, was ich von ihr will. Ja, ja, ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon. Ihr kommt doch viel herum, oder? Ja. Wart ihr schon in Weißlauf? Ja. Wunderbar. Ich hätte nicht erwartet, tatsächlich jemandem zu begegnen, der dort war. Meine Tochter Fura. Nach ihrem Eintritt in die Armee wurde sie in Weißlauf stationiert. Ich hatte gehofft, ihr wärt ihr vielleicht begegnet. Ich habe in letzter Zeit nichts von ihr gehört. Ich habe versucht, mit Hauptmann Aldis zu reden, aber ihr war überhaupt keine Hilfe. Wir könnten mal eine Quest annehmen. Das ist wirklich sehr nett von euch. Ich wäre euch für jede Neuigkeit dankbar, die ihr Hauptmann Aldis entlocken könnt. Ich habe jetzt so eine ganz kleine Idee. Wenn wir diesen Quest machen würden, ob wir dann, sofern er nichts mit Kämpfen zu tun hat, hier in diesem Laden wieder alles ausräumen können. Denkt an mich, wenn ihr das nächste Mal Kräuter und Zaubertränke braucht. Ja, ich würde gerne hier durchgehen, Mädel. Geh einfach mal weg. Ich nehme Anlauf. So. Dann schauen wir einfach mal. Oh, die hat das jetzt hier unbeaufsichtigt gelassen, oder? Ja, die ist schon da, aber... Wir könnten das mit der Quest mal versuchen. Das käme jetzt echt auf ein Experiment an. Das werden wir jetzt auch tun. Wir gehen jetzt nach Weißlauf. Erstmal hole ich mir die entsprechende Quest hervor. War denn das Questmenü jetzt nochmal? Da nicht. Ein paar Münzen. Nein. Das ist doch das Questmenü. So, das ist hier verschieden. Was ist das? Ich will hier rein. Mhm. Wir merken uns, wir haben die ersten beiden Häuser. Solltet mich mal sehen, wenn mir langweilig ist. Warum soll ich denn das jetzt hier eigentlich in diesem Umgebungskarte in diesem Bereich hier machen? Die sagt verlassen. Bin ich schon ein bisschen deppert? Komme ich nicht mehr klar mit dieser ganzen... Hier steht doch, okay. Aber ich sollte doch in Weißlauf das Ganze machen. Sprich mit dem Jarl in Weißlauf, okay. All das. Okay.
Wo ist dies? Ist das die Frau gerade gewesen, die das so heißt? Richtungskollaps, wir gehen da nochmal rein. Nee, ich glaube, die heißt anders. Vorsichtig. Gut. Wir haben ja hier oben auch dieses Teil, was die Richtung anzeigt, ob wir zur Quest unterwegs sind. Dann schauen wir doch mal. Genau. Die Göttlichen haben mich von der Straße geholt. Ihr braucht etwas? Sie können auch euch von euren Prüfungen erlösen. Was ihre Abkommandierung angeht, derlei Informationen sind im Allgemeinen vertraulich. Überreden. Das Problem ist nur, ich kann jetzt leider keinen Punkt investieren. Ich könnte jetzt hier einen Punkt in Überreden machen, das wäre jetzt aber uncool. Jawohl. Obwohl die Nachrichten alles andere als erfreulich sind. Ihre Tochter wurde nach Weißlauf entsandt, wo es zu heftigen Gefechten gekommen ist. Der Legat von Weißlauf wollte in Erfahrung bringen, wo sich die Positionen der Sturmmäntel befinden. Er schickte einen Trupp los, um das Gebiet auszukundschaften. Sie stießen auf eine größere Streitmacht. Es hieß, keiner von ihnen sei zurückgekehrt. Gefreiter Morin. Angelas Tochter war ein Mitglied dieses Spähtrupps. Sie muss es erfahren. Das war eine Form von Überreden, die allerdings kein Überreden war. Ja, nicht schlecht. Tadam. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Mal her, Mädel. Es ist schön, ein neues Gesicht zu sehen. Ihr kommt nicht. Ihr habt etwas aus all das herausbekommen. Ich wusste es. Was hat er gesagt? Ich habe es ihr gesagt, dass die kaiserliche Armee sie umbringen wird. Dass dies ein Krieg zwischen den Jarl und den Generälen ist. Und wir nichts damit zu tun haben. Aber sie wollte einfach nicht hören. Es war mutig von euch, mit dieser Nachricht zu mir zu kommen. Ich kann euch nicht dafür danken. Aber ihr habt mir einen Dienst erwiesen. Okay, und jetzt schauen wir uns das nochmal an. Ha! Ist es denn die Möglichkeit? Ist das so? Ja, 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 ja. Geil. Hervorragend. Na dann. Ich habe gesehen, wie ihr das gestohlen habt. Moment mal. Ja, da stand nicht stohlen dran, ich stehlen dran. Oder? Warte. Das machen wir nochmal. Es könnte echt sein, dass ich hier aufpassen muss von dem Wert her. Es ist schön, ein neues Gesicht. Ihr habt etwas aus all das heraus. Ich habe es ihr gesagt. Aber sie... Es war mutig von euch, mit dieser Nachricht zu mir zu kommen. Ich kann euch nicht dafür danken, aber ihr habt mir einen Dienst erwiesen. So. Jetzt steht noch Stehlen dran. Da steht kein Stehlen dran, also müssen wir aufpassen, was wir hier nehmen. Dürfen wir nicht. Nein. Ja. Nein. Na ja. Ja. Das ist ja auch blöd. Muss ja richtig aufpassen hier. Können wir nicht in typischer Manier. Das ist total, das ist richtig viel wert gerade gewesen. Das ist total widersprüchlich. Das ist also keine Werteschiene. Das ist echt jetzt hier
Einige Items ja, einige nicht. Dürfen wir? Nein. Ja. 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 Ja, ist okay. Ihr musst echt aufpassen. Bitteschön. Nein, da will ich nicht hin. Ah, yeah, Mädels. So, letzter Versuch. Ansonsten lasse ich den Scheiß hier drinne stehen. Es ist schön, ein neues... Ihr habt etwas aus Altes her... Ich habe es ihr gesagt, aber sie wollte einfach nicht. Es war mutig von euch, mit dieser Nachricht zu mir zu kommen. Ich kann euch nicht dafür danken, aber ihr habt mir einen Dienst erwiesen. So? Halten wir fest, wenn wir was für die entsprechenden Leute in Skyrim tun, kann es sein, dass wir Teile ihrer Besitztümer danach einstecken dürfen. Das haben wir jetzt offensichtlich rausgefunden und mit der Variante werden wir sicherlich auch noch an einigen Stellen entsprechend Gold machen können ohne Diebstahl. Und mal ein Quicksave dazwischen. Mal hier das Tafelsilber angrapschen. So. Ja, guckst du, ne? Ich hoffe, eure Eltern sind stolz auf euch. Sie haben allen Grund dazu. Klang ein bisschen ironisch. Darf ich nicht? Die Taste. So, ab nach oben. Nahrungsmittel sind offensichtlich kein Problem. Tafelsilber ist kein Problem. Teure Roben sind offensichtlich auch kein Problem. Hatte das Ding gerade einen Fleck an der Wand? Geil. So. Das darf ich nicht. Das darf ich.
Köpfe, da wird sich der Bauer vor Weißlauf aber wieder freuen, wenn wir den mal wieder finden. Geh mal weg. Ja. Schließkassette können wir noch nicht. Kommen wir noch mal dafür. Hier bleibt kein Stein auf den anderen. Das war schon leer. Ich glaube, hier waren wir schon drin. So. Da waren wir auch schon drin. Jetzt versuchen wir das noch mal im Laden. Noch mal ein Quick Save. Und nicht nur was an der Erde. Ein Abel. So. Wir nehmen also, ich werde das dann auch so in Videobeschreibung reinschreiben. Dass wir hier ein bisschen Glück hatten. Da war doch gerade ein Knochen. Den konnte ich doch nehmen, nee. So, hier musste ich extremst vorsichtig sein bei dem Zeug, was hier drin ist. Kann ich mal richtig auf den Tresen drauf hier? Das darf ich rausnehmen, die Seelensteine. Das. 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 Das ist stehen, das hat mir vorhin. Die Wache beschert. Das, das, das. Könnte man natürlich sagen, dass das nicht vorausschauend ist, hier alles zu klauen, wenn wir später Tränke brauchen. Die Händler haben das ja alle noch und die können wir, wenn wir das verkauft haben, wieder bestehlen und die ganzen Zutaten uns zurückklauen. Glaube ich. Ansonsten in der ganzen Skyrim-Welt ist hier noch so viel Zeug, was hier liegt. Ich nehme natürlich nur, was du mir gibst. Du brauchst nicht zu gucken. Mensch, Mädel. Ich will schon gleich wieder die Wachen auf den Hals setzen hier, bestimmt. Sieht das hier genau an, was ich hier mitnehme. Postgift. Das darf ich, das. Das, aber die andere Rupe. Ist nicht. Zip hat's gemacht. Ich wollte ja eigentlich nur an diesen Kram hier ran. So. Sieht doch ganz gleich viel ordentlicher aus hier, ne? Ich bin da mal weg. Wir machen noch einen kleinen Cut. Und sehen uns gleich wieder.